Jetzt erzählt Natalie Gauss ihre Seite der Geschichte. Sie war als Begleiterin von ihrem Freund Cosimo Citiolo, 41, nach Australien zum Dschungelcamp gereist. Neben den Challenges im Camp sorgte auch eine andere Geschichte für Aufruhr. Peter Klein und Yvonne Wölke, 41, die ebenfalls Begleitungen waren, sollen eine Affäre gehabt haben. Beide streiten das vehement ab, doch Peters Frau Iris Klein, 55, geht weiterhin fest davon aus. Jetzt erzählt Natalie, was sie von der angeblichen Liaison mitbekommen hat. Iris hatte mich schon in der Quarantänezeit über Instagram angeschrieben und wir haben uns etwas ausgetauscht. Zum Beispiel darüber, dass Peter sehr nett ist, gibt die TV-Bekanntheit gegenüber Bild zu. Später soll sich Iris dann wieder bei ihr gemeldet haben, nachdem sie von den Gerüchten um ihren Ehemann gehört hatte. Doch dass zwischen Peter und Yvonne etwas gelaufen ist, kann Natalie nicht bestätigen. Er habe ihr lediglich geholfen, auf das Kind von Jamila Rowe, 55, aufzupassen. Peter half Yvonne mit der Kleinen und daraus ist so eine Dynamik entstanden. Die sind sich dabei aber keinesfalls näher gekommen, doch Iris war fest überzeugt, dass da etwas lief, erinnert Natalie sich. Zwischenzeitlich wetterte sogar Yvonne gegen Natalie, dass sie Iris falsche Informationen gegeben habe und die Gerüchte befeuert hätte. Auch wenn Yvonne die Information verbreitete, ich hätte Iris mit Unwahrheiten bedient, muss ich sagen, dass das nicht stimmt. Ich habe weder Bilder noch irgendwas anderes gemacht. Lediglich, dass sich Peter auch um das Kind von Jamila kümmert, stellt Natalie klar.